Let's go. Ich glaube, ich war derjenige mit dem langsamen Internet. Ja? Aber... Weil es ziemlich ratzfatz losging, als ich... Oh, Achtung! Oh, es geht ja direkt schon mal gut los. Alter. Puh. Wahrscheinlich das Team, was neben uns gespawnt ist, die direkt anfangen, irgendwelche kleinen Gegner kaputt zu schießen. Wir müssen da vorne ins Gebäudekomplex. Ich trau der Sache überhaupt nicht. Oh du, ich auch nicht. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen schneller unterwegs sein, eher. Schneller? Weil hier schleichen ist halt auch, wir sind voll im offenen Feld. Naja, geht, hier gibt's eigentlich genug, um sich dran, hinten dran zu verstecken. Ich glaub, der ging auf mich. Achtung! Hier sind halt überall Hunde. Ja. Oh, der Nerv, der hier auf uns zukommt. So. Meinst du, der ging auf dich? Hast du einen Einschuss gehört? Einen Einschuss habe ich jetzt nicht gehört, aber es war halt übelst. Na. Das ist jetzt vielleicht die schnellste Runde, oder? Ich höre aber auch nichts mehr. Ach. Ich war jetzt ein bisschen weiter weg schon. Achtung, das Pferd da. Das ist nicht tot. Welches Pferd? Ah. Was machen die denn? Da ist immer so ein Team, das spawnt rein, verballert die ganze Muni, was es hat, schmeißt überall in jede Richtung Granaten und ist dann irgendwie auch sofort tot. Ja, aber ist ja top, wenn die dann gleich nichts mehr haben. Was ist denn da los? Rummelt mal hin. Ja, hier geradeaus. Ich hoffe, die sind nicht da oben. Hello, Motherfuckers. Oh, da hinten ist so eine alte. Eine alte Hexe. Was kreischt denn da? Das könnte allerdings so eine alte. Die ist hier irgendwo in der Nähe. Oh. Ja, aber mal ganz ehrlich. Das klingt saunah, ne? Ist auch saunah. Ich meine, ich habe einen Sniper. Ich glaube auch, die haben uns noch nicht getrackt, oder? Ich denke, die haben gerade andere Probleme, aus irgendwelchen Gründen. Alter, wer hustet da jetzt? Was? Jetzt schon? Ist eigentlich wahnsinnig. Ja, wahrscheinlich ist da ein Team, das gerade komplett seine Ruhe hat, weil alles hier kämpft. Die einfach mal durchgerusht sind, weißt du? Weil alles hier irgendwie sich ballt. Die Spinne ist nämlich im anderen Eck. Alter. Hier ist halt voll die Action, ne? Machen wir jetzt? Oh, pst. Werden es wahrscheinlich bald verteidigen müssen, denke ich mal. Hier oben. Ich halte es nicht für deinen Prinz. Da, ich sehe einen Spieler. Oh. Hier geradeaus hast du das Feuer gesehen, zufällig, da hinten. Ich sehe das Feuer. Da ein bisschen weiter links. Hinter diesen Baumstämmen quasi, die da aufgereiht sind. Da kämpfen gerade zwei Teams miteinander. Ich habe einen gesehen mit der Pistole. Schon im Wald? Anfang vom Wald. Siehst du die rote Hütte da hinten?
geradeaus relativ. Ja, ich glaube schon. Da hat er sich gerade eben versteckt kurz. Von hier aus ist halt echt mies. Es geht, hier sind wir eigentlich relativ sicher. Und vielleicht kann ich einen von der Ferne ausschalten. Pass nur auf, dass keiner sich wegbollert. Aus der Ferne. Beiden hat es wieder sich bewegt. Ich sehe einen, aber der. Ah, die sind zu schnell weg. So schnell kann ich nicht reagieren. Da, ich sehe einen. Du meinst aber nicht die rote Hütte auf Stelzen, oder? Ne. Einfach nur geradeaus quasi. Wir kriegen Besuch. Wo? Von links ist einer gerade in den Wald reingerannt. Der könnte jeden Augenblick zu uns kommen. Super. Ich sehe halt einfach gar nichts. Jetzt ballert er noch hinter uns, weißt du? Ich mach da hinten an die Tür mal einen Stolperdraht hin. Also nicht in die Richtung gehen. Hinter uns. Oh, hinter uns. Die Richtung, wo ich gerade gucke, da wurde, glaube ich, irgendjemand aufgeschreckt. Oh-oh. Ich stehe halt richtig dämlich hier. Ich glaube, ich höre die ganze Zeit Schritte, aber ich bin mir nicht sicher. Die ballern sich ja alle in diesem Ort weg. Die hinten holen sich gemütlich. Ich habe das Gefühl, dass hier rechts, da wo du bist, halt hier im Moment einer. Fuck, Alter! Ich glaube, die haben schon wieder andere Probleme. Hoffentlich haben die andere Probleme. Da ballern sich einfach nur alle Teams nieder. Ich höre halt auch keine Schritte in der Nähe. Mm-mm. Gott. Was höre ich denn da die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Weil der eine hat seine Trophäe. Ganz gemütlich. Deswegen vermute ich tatsächlich auch, dass die eher zu ihm jetzt unterwegs sein werden. Nur Zombies. Die ich gerade wegmache. Und jetzt? Vor allem war das einfach scheinbar ein Solo-Spieler, der Typ, weil der hat nur eine Trophäe eingesammelt. Der da hinten, hä? Ist hier überhaupt jemand? Ja, ich glaube, wir sollten. Entweder machen wir jetzt ganz in Ruhe unsere Ziele hier und lassen die da hinten sein. Oder wir stoßen dazu und klauen uns die übrig gebliebene Trophäe. Die übrig gebliebene Trophäe, oh Geld. Hinter der aber noch fünf andere Teams her sind, meinst du? Das ist das Problem, genau. Und die wir deshalb safe nicht kriegen. Genau. Da ist eine Weiß Tür? Ich halt nicht. Ja. Ah! Na gut.
Wer hat geschossen? Ich, Zombie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hast du Hilfe? Nee, alles gut. Hat doch geklappt. Ich habe nur ein paar Mal daneben getroffen. Daneben getroffen, ja. Vor allem. Okay, ich hole mal den Hinweis. Dann. Wir hoffen, dass hier keiner mehr ist. So. Mach Zombies um. Denk an die Lautstärke. Ja, aber irgendwann muss ich ja auch mal üben. Dann lasse ich's. Oder mit Messer halt. Messer ist super. Ja, aber ich muss ja schießen lernen. Mit Messer kann ich schon. Dann schieß. Achso, ich dachte. Ich dachte, du schießt. Nee. Achtung. Du brauchst echt mal eine Waffe mit Schalldämpfer. Das macht so viel einfacher. Ja, die muss ich ja erst freischalten und ohne dass ich schieße, schalte ich halt auch nichts frei. Dann schieß. Schieß drauf. Ja, nee, mach ruhig. Das ist. Au, au, au! Der ist ver. Was? Was mache ich bei Vergiftung? Hm? Ah, wahrscheinlich warten, ne? Vielleicht hat der ein eigenes. Oh Gott. Jo. Oh. Oh Gott, er lebt ja noch. Natürlich, ich hab doch vorhin gesagt, nicht auf ihn schießen. Ja, ich glaube, das war's. Oh Gott. Ja, ich hab 3 von 4 Gesundheitsbalken verloren. Kann ich dir von Brian was abgeben, von meiner Heilung? Nee, egal. Also nicht so ein Medipack dabei? Ja doch, aber das macht halt auch nicht so viel, ne? Ich muss erst warten, bis die verbrannte, der verbrannte Gesundheitsbalken regeneriert ist. Wenn du auf den schießt, dann fängt er an, in die Luft zu gehen. Ich dachte, er ist noch weit genug weg. Hat einen Trophäe aufgenommen. Der eine Typ ist gestorben. Der die ursprünglich aufgenommen hat. Hast du das? Ja. Okay. Oh, ich muss kurz warten, bis mein verbrannter Balken regeneriert ist, damit ich mich wieder aufheilen kann. Ja, mein einer ist auch weg, aber irgendwie kann ich den gar nicht aufheilen. Oder kann ich mich gar nicht. Egal. Geht es mit der hier? Ah, ich kann also hier. In der. Nee. Ah, Gesundheitsbereich. In der vorigen Runde voll. Ging das mit dieser komischen Tasche, aber. Nee, geht nicht. Meine sind tatsächlich weg. Das heißt, bin mit einem Schuss tot. Na, das ist ja witzig. Da kann man dann nicht mal sowas hoch, doch. Hm. Sauber. Mit Zielfernrohr. Ist kein Problem. Wo ist denn der nächste Hinweis? Da hinten ist ein Pferd abgegangen. Wo? Oh. Irgendwo da, wo ich guck gerade aus. Hab's aber nur gehört. Da kamen vorhin auch Schüsse her aus dem Dorf.
Hier ist halt auch ein Hinweis. Wahrscheinlich betteln die sich die ganze Zeit um die Hinweise. Ich habe ja doch alle die gleichen. Von hinten schleicht sich ein Zombie an dich ran, ne? Soll er? Und da zu mir. Man hört immer viel Geballer, Geballer und dann ganz plötzlich alles wieder ruhig. Wenn alle tot sind. Warum geht das Monster da unten jetzt los? Oh! Ich habe ein Tor gehört. Was? Ah, oder das war der Zombie, der da steht. Ich glaube, es war der Zombie, der da steht. Wir werden es gleich merken, wenn einer kommt. Was mich wundert ist, warum ist der eine Typ, der die Trophäe hat, noch nicht weg? Vielleicht weil er inzwischen auch tot ist und niemand die Trophäe hat? Das wäre so dumm. Ist einfach bei so einem dämlichen No-Name gestorben. Ah, das waren keine Ketten vorhin, das waren Gegner. Oh je. Aufmerksam geworden, oder? Nee. Okay. Aber dieses Pferd wird... Ich höre das gar nicht. Ah doch, jetzt höre ich's. Und da klimpert was. Das ist der Gegner, wo ich vorhin gemeint habe. Oh, Geld. Drei und Münzen hustet. Für mich? Wir sind beim nächsten Hinweis gleich. Was? Ah, das ist ein Zombie. Oh. Meine Güte. Oh Gott. Oh, sobald die nah sind, kriege ich überhaupt nichts mehr getroffen. Ferne, kein Problem. Nah, Riesenproblem. Ist aber auch schwierig. Wo man eigentlich dann nur drücken müsste. Die nehmen ja den ganzen Bildschirm ein. So, dass das Pferd mal ruhig ist. Graben neben uns. Was neben uns? Graben. Ah. Achtung, der andere lebt auch noch, oder? Ja. Und die Hunde draußen. Ich mach mal hinter uns kurz die Tür zu. Der Meuchler wird auch verbannt. Sollen wir die Hunde töten? Dann müssen wir da jetzt gleich hin. Ja, ich glaube, müssen wir. Okay. Neben dir. Warte, ich mach. Aber ja, erstmal in Ruhe nachladen, ne? Danke. Ich hol trotzdem den. Ah, jetzt kann ich den Hinweis nicht mehr holen. Warum? Weil wir jetzt ja wissen, wo er ist, da verbannt wird. Hä, hey, hinter uns? Genau hinter uns! Da wird er gerade verbannt. Hä? Da, wo die vorhin die ganze Zeit geballert haben. Wahrscheinlich hat ihn irgendjemand halt direkt gefunden, zufällig. Und wahrscheinlich auf ihn geballert und danach noch mit anderen Spielern. Sollen wir in die rote Hütte da vorne rein? Ich glaube, die ist ziemlich nah dafür. Aber ich sehe jetzt auch die Blitze nicht mehr irgendwie. Die Blitze sehen wir erst, wenn er es aufgenommen hat. Da wird ja erst noch verbannt. Ach so.
Aber das ist doch in der roten Hütte, oder nicht? Nee, das ist dahinter in dem Ding mit der... Genau, mit der, oder? Ja. Was auch immer. Der halt fertig ist, weiß er direkt genau, dass wir da sind, ne? Ich hatte hoffen, dass ich vielleicht vorher ausschalten kann schon. Könnte halt überall sein, ne? Eigentlich sind wir das letzte Team mit dem zusammen. Auch das möglich. Das Ding ist, er muss an uns vorbei, um an den Ausgang zu kommen. Entweder links oder rechts von uns. Weil in seiner Ecke gibt's keinen. Unten sind überall Zombies, aber keiner ist aufmerksam auf irgendwas. Aber die stehen zu dritt da rum und quatschen, die Zombies, vor einer Leiter oder was das ist. Ja, Mittagspause wahrscheinlich. Ist zu viert. Ich denke, er wird jetzt gerade bei der Leiche sitzen. Und gleich wird er sich die Leiche schnappen. Er wird dann nach uns gucken. Ganz genau. Oh, Munition. Nice. Okay. So, wann holt er sich die Leiche? Er ist fertig und niemand holt sich die Trophäe. Warum? Vielleicht safe da noch ab. Oh, er holt sich's. Ah. Nur einer. Scheint nur einer zu sein. Entweder hat sein Kollege keine einfach aufgesammelt. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, da oben zu stehen. Die haben uns jetzt sicher gesehen. Ja, wir sollten wechseln. Oh Gott. Wohin? Save mich erstmal hinter den Stein hier. Er scheint noch da drin zu sein. An Ort und Stelle. Achtung, rosa Klopper. Ich mache ihn schnell. Ja, pass auf deine Deckung auf. Ich glaube, der ist halt noch im Haus drin. Man weiß halt nie, ob er wirklich alleine ist. Es kann ja auch sein, dass er jetzt kurz geguckt hat, wo sind die? Und schickt jetzt seinen Kollegen, der noch keine Trophäe hat, los und sagt, hier, mach mal. Ja, oder er aimt halt irgendwo aufs Fenster. Ich weiß, ob es an mir liegt, aber die Blitze sind weniger von der Frequenz her. Vielleicht geht er auch gerade weg. Bei mir jetzt nicht unbedingt. Oh ja, ja doch, ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Wenn wir da drin halt alles abgedeckt haben, alles abgesaved haben, soweit. Ha. Ja? Was tun? Schaffen wir es ins weiße Hauskomplex da links? Welches? Mit der Boah, das roten ist Fenster. Halt sau nah dran. Deswegen, ja. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Der bewegt sich raus, oder? Nach links. Ja, nach links. Kann natürlich auch sein, dass er einfach nur von Fenster zu Fenster gerade wechselt. Na, ich hatte schon das Gefühl, dass der da irgendwo... Oder rechts. Wir wissen halt nicht, welcher von den beiden Blitzen er ist. Der andere Blitz ist ja noch die Leiche. Hm.
Machen wir. Ich würde sagen, geduldig sein, solange er sich nicht bewegt. Er weiß halt, wenn er die Sicht eingesetzt hat, dass wir zu zweit sind. Demnach Ja. wird er natürlich deutlich vorsichtiger sein als wir. Jetzt ist er nach rechts gewandert, ne? Wieder ein bisschen. Also so mittig vom Haus. Ja. Der eben da locker irgendwo rum. Der Wartesimulator. Jeden Fall mal ein Monster. Irgendwas hustet. Ah, das ist nur der Zombo. Ich denke, der wird. Er hat sich wegbewegt. Nach links. Jetzt? Er wird zum Ausgang wollen. Es gibt zwei Ja, aber Möglichkeiten. ich finde es schwierig, wieder von vorne zu kommen, so wie eben. Ich glaube, da sind wir gleich am Arsch, weil er ja auf uns zurennt, zwangsläufig. Tut er nicht, der muss ja um uns herumlaufen. Ich hätte nur gerne irgendwo Deckung, bisschen mehr. Der ist schon ein ganzes Stück weit weg. Der wird zum Ausgang rennen wollen jetzt, ja. Weißt du was? Plan B. Der wäre. Wir schnappen uns die restliche Leiche da drin. Die Trophäe, die er für uns so schön gekillt hat. Ja. Dann gehen wir zur anderen Leiche. Die da auch noch liegt, die Trophäe. Schnappen uns die auch noch. Also ich schätze, warum der jetzt einfach losgerannt ist. Der wird wahrscheinlich jetzt, seine 5 Sekunden sind wahrscheinlich vorbei, denke ich mal. Er weiß nicht mehr genau, wo sind die. Und jetzt wird er sich gedacht haben, ich renn los. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie lange geht denn das Spiel noch? Sobald das extrahiert hat, 5 Minuten. Deswegen müssen wir uns eigentlich ein bisschen beeilen. Hä, ich dachte nur, wenn alles fertig extrahiert ist. Stimmt, 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 ist ja noch eins offen dann. Also haben wir jetzt noch 16 Minuten, das ist nicht allzu lang für beides einzusammeln. Was machst denn du? Oh, den großen loswerden. Ah ja, okay. Du mit deiner Imba-Waffe wieder. Aber. So läuft er nicht. Er holt sich noch die zweite. Boah, der Arsch. Aber ist egal, wir können noch die andere holen. Pass auf Fallen auf, ne? Oh ja. Was war denn das? Irgendeine Brandbombe. Soll ich was draufwerfen, dass es aufhört? Ich weiß, ob das geht. Ich glaube, das geht von allein wahrscheinlich weg. Brennst. Ja, aber da ist ja auch Stacheldraht jetzt. Aua. Er bleibt lieber draußen wegen Ver. Ah, du hast nichts abbekommen, okay. So, wir haben's. Das Ding ist, ihn gibt's halt noch, ne? Ja, aber wir sehen ja, wo er ist. Ungefähr. Ne, Moment, sehen wir denn noch, wo er ist? Ich sehe gar nicht mehr so viele Blitze. Der hat überall Blitze. Der ist schon raus. Ich glaube, der ist schon raus.
Aber uns wird nichts angezeigt. Vielleicht ist er auch gestorben. Nee, weil wenn du drück mal Tab auf die Map. Und dann siehst du unten ganz selten so einen Blitz einschlagen auf der Map. Ja. Das sind die ganzen Relikte, die es gibt. Ich habe eins, deswegen blitzel ich. Die Leiche hat noch eins, weil es wurde mal eins aufgesammelt. Und eins bei der Leiche vom anderen Typen. Oder bewegt er sich gerade fort, der Blitz? Ja, aber das eine ist schon raus, weil die vorher schon raus sind mit dem ersten Monster. Ja? Sicher? Ja, ja. Ich glaube schon. Der hat da oben alles abgehängt. Weil eins ist blau, der ist es raus. Nee, das Blaue bin ich. Du bist das Blaue? Ja. Oh ja, er geht gerade. Jetzt geht er Richtung Ausgang scheinbar. Er hat wirklich eine Trophäe noch geschnappt. Das heißt, wir schnappen uns die andere Trophäe noch und gehen dann auch, oder? Ja, aber wieso die andere? In der Leiche ist ja noch eins drin. Die Spinne. Ja, ich dachte, das hat er sich jetzt geschnappt. Es gibt zwei. Ja, aber vorhin war doch da schon mal einer dran. Nee, scheinbar nicht. Ich habe auch nicht gesehen, dass einer gegangen ist, angeblich. Hm. Oder er will uns töten noch, das kann natürlich auch sein. Weil jetzt sieht er ja, wo ich auch bin. Beziehungsweise, jeder Spieler sieht's. Aber nee, einer geht gerade. Einer ist jetzt am Ausgang und extrahiert. Das heißt, wir sehen ja gleich, was passiert. Wo auch immer du das siehst. Unten, der Blitz. Ganz unten links in der Ecke, da wo man rausgehen kann, ist ein Blitz, der die ganze Zeit aufleuchtet. Das ist er mit seiner Trophäe. Das heißt, jetzt in circa 10 Sekunden sollte oben stehen, bla bla bla, hat extrahiert. Zwei Trophäen, ja. Okay, dann holen wir uns die zweite. Dann war das. Dann war das einfach der eine Spieler, der auch den einen schon getötet hat. Der ist nie gestorben, vielleicht. Das wäre krass. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, ging noch. Puh. Ja, wir müssen uns beeilen, ne? Müssen wir das? Ich weiß nicht, wie weit sind wir noch entfernt von der letzten? Nicht weit, wir haben noch 12 Minuten. Ja, müssen wir ja auch noch zum Ausgang. Das klappt. Außer es kommt ein Spieler natürlich, dann sind wir gearscht. Aber ich denke, wenn es noch einen Spieler gibt, hätte er das sich schon gezeigt. Alter. Oh, Achtung. Gegen den will ich nicht nochmal kämpfen, die haben so viel Leben. Warte, ich mach den einfach weg. Vielleicht auch nicht. Yeah. Alter, ich dachte schon. Stürmt auch noch auf uns zu oder so. Und vielleicht doch dann gar nicht so schlecht, dass wir uns mit dem nicht angelegt haben. Ich glaube, das ist dann gar nicht mal so ein schlechter Spieler. Wir müssen nach unten. Oh je. Yeah. Ah! Ich bin doch der Jax. Ne, alles gut. Hast du deine Waffe verloren oder wessen ist das? Nee, das ist, glaube ich, ein. Warte, da ist eine Waffe? Ja, mit Bajonett sogar. Ah, guck mal, da ist ein anderer Plünderer. Da ist ein Jäger, den können wir ausrauben. Ich dachte, die spawnen. Das ist ein anderer Spieler, der gestorben ist. So. Hä, wie lege ich diese scheiß Bärenfalle wieder ab? Ich habe die aus Versehen. Ah, egal. Doch. In die Richtung müssen wir. Gut. Und heute in meinem Tutorial von Hunt Showdown. Wie man sich easy going Trophäen schnappt, ohne wirklich in Kampf verwickelt zu sein. Was machst du denn da? Ich hab guckt, ob ich nicht mit dem Wurfmesser treffe, wenn ich da oben schmeiß. Ja, doch, ja. Ich bin direkt wieder Level 14. Nice.